Moin, sind hi, Mom. Von Megatami. Das die Künstlerin, die den Lachs gemalt hat. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen für den Charakter? Ich habe mir einfach gedacht, was Kiff am besten zu Jigs Life passen. Und ich habe mich mit Lützeburg verbunden, da habe ich schon, mich um Rode Leif inspiriert. An den anderen mehr Jigs Person gesagt, da habe ich schon mit Games konfrontiert, mit Comics. Alles, was du zugehört und du hast halt mir so eine frische, kleine Leif rausgekommen. Mit den Attributen vom roten Leif, halt den zwiegespaltenen Schwanz, die rote Ohren. Und ja, du hast ihn halt entstanden. Wie lange hast du gebraucht, für das Bild zu malen? Die erste Skizze ist eigentlich relativ schnell. Also, hund ist relativ schnell hingekriegt. Schon halt direkt die Attributen von all den Sachen zusammen kombiniert und du hast ihn halt so innerhalb von einer halben Stunde entstanden, verschiedene Skizzen und dann bis die eine Skizze halt fertig war. Seit wenig malst du schon? Schon seit meiner Kindheit gemalt. Mir so richtig malen ich recht seit 2008. Das heißt, so seit 7 Jahren malen ich wirklich intensiv und auch richtig. Auch, dass ich Ziel habe, mich weiterzuentwickeln an also das soll so mein Haupthobby gehen, seit 7 Jahren. Ja. Wenn die Leute dich wollen kontaktieren, wie fanden sie dich? Am besten über Facebook, in der Krümelkünstler Hede Kuni. Mir ist sie genauso auch findbar auf Animax, an Tumblr, an DeviantArt. Mir halt entweder mal als Krümelkünstler oder als Hede Kuni. Mir am besten ist halt über Facebook, dass wirklich Krümelkünstler Hede Kuni, und da fanden sie mich. Am ersten. Okay, vielmals merci. Also.